Ja, herzlich willkommen zu 15 Minuten Wirtschaftspsychologie. Heute wollen wir uns mit einem ganz neuen Thema beschäftigen. Es geht um das Thema Führung. Und zwar genau um die Frage, gibt es eigentlich sowas wie die Führungspersönlichkeit? Worum geht es? In der Psychologie fasst man das Phänomen, um das es jetzt gleich gehen soll, unter dem Begriff der Great Man Theory zusammen. Damit ist gemeint, dass man annimmt, dass Führung vor allen Dingen eine Frage der Persönlichkeit ist. Also stabile Eigenschaften einer Person sollen eine Person zu einer guten Führungskraft werden lassen. Und wenn eine Person solche Eigenschaften hat, dann soll sie auch überall eine gute Führungskraft sein. Also man könnte zum Beispiel annehmen, dass Kennedy nicht nur in der Politik einflussreich und erfolgreich war, sondern auch als Wirtschaftsführer oder im Kulturbereich oder in der Wissenschaft genauso erfolgreich gewesen wäre als Führungskraft. Das ist auch die einfachste Theorie, die man sich denken kann. Wahrscheinlich haben viele Menschen auch diese Theorie im Kopf. Wenn man jetzt einfach mal 10 Menschen auf dem Marktplatz fragen würde, was macht eine gute Führungskraft aus, würden sehr viele wahrscheinlich sagen, das ist vor allen Dingen eine Frage der Persönlichkeit. Vielleicht wird man noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es gibt vielleicht sogar sowas wie die geborene Führungspersönlichkeit. Schauen wir mal, ob das wirklich so ist. Ich habe Ihnen zunächst eine Meta-Analyse mitgebracht, die untersucht, wie stark nehmen denn die Big Five, also grundlegende Persönlichkeitsmerkmale, über die eine Führungskraft mehr oder weniger stark verfügt, wie nehmen die Einfluss auf den Führungserfolg? Führungserfolg ist hier, wie immer in solchen Meta-Analysen, ein globaler Faktor, der berechnet wird aus ganz vielen Kriterien. Da spielt eine Rolle, wie produktiv ist die Arbeitsgruppe, wie hoch ist die Fluktuation, da kann auch die Zufriedenheit mit einspielen. Und über alles das hinweg wird dann so ein Globalmaß des Erfolgs berechnet. Und wir sehen, insgesamt sind die Zusammenhänge doch erstaunlich gering. Das bewegt sich alles so im einstelligen Prozentbereich. Zusammengefasst sind es 15%. Also im Durchschnitt können wir sagen, Führungserfolg lässt sich zu 15% erklären über stabile Persönlichkeitsmerkmale der Führungskraft. Das ist sehr viel weniger, als wahrscheinlich die meisten Menschen glauben. Wenn man der Great Man Theory folgt, würde man ja jetzt mal eher so 80% erwarten. Oder viele Menschen würden vielleicht sagen, ja, zur Hälfte 50%. In Wirklichkeit sind es sehr viel kleinere Werte. Vielleicht liegt es ja daran, dass die Persönlichkeitsmerkmale viel zu abstrakt sind. Vielleicht kommt es ja mehr darauf an, wie ich ganz konkret als Führungskraft führe im Umgang mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Vielleicht kommt es darauf an, dass ich mir genügend Zeit nehme für ein Gespräch. Oder es ist wichtig, wie ich ein Feedback gebe, wie ich Kritik übe oder wie ich Anweisungen gebe und Ähnliches. So etwas wird hier in der nächsten Meta-Analyse untersucht. Da vergleicht man den Einfluss der stabilen Persönlichkeitsmerkmale der Führungskraft mit dem Einfluss ihres ganz konkreten Führungsverhaltens. Und Sie sehen hier im Bereich der Persönlichkeit liegen wir gerade mal so bei 14%. Das bedeutet, ich kann die Leistung der Arbeitsgruppe zu etwa 14% über die Persönlichkeitsmerkmale der Führungskraft erklären. Das ist das, was wir auch in der Meta-Analyse davor gesehen haben. Bei der Zufriedenheit ist der Effekt sogar noch viel geringer, da ist er geradezu gleich null. Wenn ich jetzt aber das konkrete Führungsverhalten mir anschaue und nicht abstrakte Persönlichkeitsmerkmale, dann sind die Werte doch deutlich größer. Ich kann über konkretes Führungsverhalten zu durchschnittlich 20% Einfluss nehmen auf die Leistung meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und bei der Zufriedenheit nehme ich sogar zu 51% genau Einfluss auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier deutet sich also an, dass das konkrete Führungsverhalten, das ich direkt in der Interaktion mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeige, wichtiger ist als ganz grundlegende Persönlichkeitsmerkmale. Das wiederum führt uns zu der Forschung, die sich mit Führungsstilen beschäftigt, also der Frage, wie führt denn jetzt eigentlich jemand ganz konkret im Berufsalltag? Ich habe Ihnen hier mal so einen Überblick über verschiedene Führungsstile dargestellt. Da sehen Sie, es gibt also ganz viele, die in der Psychologie untersucht werden. Das ist locker mal ein Dutzend, wahrscheinlich sind es noch deutlich mehr. Und 4 von diesen Führungsstilen wollen wir uns jetzt näher anschauen. Da haben wir zunächst die Klassiker an sich. Das ist die Unterscheidung zwischen aufgabenorientierter Führung und mitarbeiterorientierter Führung. Da gibt es seit Jahrzehnten Forschung zu. Das hat man in den 50er Jahren erstmals entwickelt. Aufgabenorientierte Führung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Führungskraft klare Ziele setzt, dass sie auf Leistung drängt, dass sie also schaut, kommt am Ende auch ein gutes Ergebnis dabei raus. Ich treffe klassisch Entscheidungen als Führungskraft, ich verteile Aufgaben und gucke dann, machen die Leute das auch gut.
Und daneben gibt es die mitarbeiterorientierte Führung, die sieht deutlich anders aus. Bei der mitarbeiterorientierten Führung mache ich mir viel mehr Gedanken darüber, was sind denn die Bedürfnisse, die Interessen der Mitarbeiter. Also ich schaue zum Beispiel bei der Vergabe einer Arbeitsaufgabe nicht nur darauf, was kann Herr Meier oder Frau Schulze gut, sondern ich frage mich auch, haben die auch Spaß an der Aufgabe, würden die das auch gerne machen oder kann ich die Aufgaben besser anders verteilen? Ich lasse Mitarbeiter partizipieren an wichtigen Entscheidungen, also ich frage sie nach ihrer Meinung. Ich delegiere Aufgaben so, dass man eigene Verantwortungsbereiche hat, in denen man auch selbst entscheiden kann. Insgesamt ist es mir wichtig, auch eine Beziehung aufzubauen zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Jetzt könnte man denken, das schließt einander ja aus. Ich kann entweder nur aufgabenorientiert oder mitarbeiterorientiert sein. Das würde man nicht so sehen in der Forschung. Auch die Menschen, die dieses Modell entwickelt haben, gehen nicht davon aus, dass die Dinge sich ausschließen, sondern es ist vielmehr so, dass man sie miteinander kombinieren kann. Das Ideal wäre also, wenn ich sowohl aufgabenorientiert agieren kann, als auch mitarbeiterorientiert. Ganz ähnlich ist das bei einem modernen Klassiker, die Unterscheidung zwischen transaktionaler und transformationaler Führung. Das ist ein Konzept, das in den 90er Jahren entwickelt wurde und seither sehr viel Forschung auf sich gezogen hat. Bei der transaktionalen Führung bin ich betont sachlich als Führungskraft. Ich betrachte die Führung als eine Austauschbeziehung. Also eine Beziehung zwischen Mitarbeitern und Führungskraft ist dadurch gekennzeichnet, dass beide etwas geben und beide auch etwas bekommen dafür. Die Mitarbeiter würden also beispielsweise ihre Arbeitskraft geben, die würden ihr Engagement geben, die würden ihre Kreativität geben und die möchten auch was dafür zurückhaben, beispielsweise ein Bonus, der ausgezahlt wird oder einen sicheren Arbeitsplatz oder eine attraktivere Arbeitsaufgabe, mit der man dann konfrontiert wird. Als Führungskraft würde ich hier zurückhaltend agieren. Ich würde also erstmal davon ausgehen, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Aufgaben ganz gut erledigen können und nur wenn ich sehe, ach, jetzt muss ich aber einschreiten, da gibt es jetzt ein Risiko beispielsweise oder die wissen jetzt hier nicht mehr weiter, dann werde ich sozusagen aktiv und kümmere mich darum. Und bei der transaktionalen Führung geht man doch schon deutlich anders vor. Das ist doch recht emotional gedacht. Hier versuche ich, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verändern in ihren Einstellungen, in ihren Werten. Ich möchte ihnen vermitteln, dass es toll ist, hier bei uns zu arbeiten an dieser besonderen Aufgabe, dass jeder Einzelne zählt, dass es auf jeden ankommt, dass er mitdenken muss oder ähnlich. Also sehr viel emotionaler als bei der transaktionalen Führung. Auch hier würde man aber sagen, das schließt sich nicht grundsätzlich aus. Gut wäre eigentlich, wenn man beides könnte. Jetzt schauen wir mal, wie effektiv sind denn eigentlich solche Führungsstile bezogen auf den Führungserfolg. Ich habe Ihnen hier wieder eine Meta-Analyse mitgebracht und Sie sehen erneut, ist es so, dass diese Effektstärken so im Prozentbereich unter 10% liegen, also im einstelligen Prozentbereich. Die Zahlen sind insgesamt etwas höher als bei der Persönlichkeit. Man kann also sagen, das konkrete Führungsverhalten, der Führungsstil ist schon einflussreicher als sowas ganz Abstraktes wie Extraversion oder Gewissenhaftigkeit. Aber die Bäume wachsen hier offenbar nicht in den Himmel. Wenn wir beides zusammennehmen, dann sehen wir, das, was in der Persönlichkeit drinsteckt und das, was wir an erlerntem Führungsverhalten sehen, das ist etwas, was vielleicht eher so zu 20% oder 25% den Erfolg am Ende ausmacht, aber nicht zu 50% oder 80%. Dennoch ist die Beschäftigung mit den Führungsstilen sehr wichtig, weil sie einen ganz anderen Blick nochmal auf die Führungspersönlichkeit ermöglicht. Einfach weil Führungsstile, Führungsverhalten ja etwas ist, was ich lernen kann, was ich in einem Training oder im Coaching zumindest ein Stück weit den Menschen vermitteln kann, während Persönlichkeit etwas ist, was ich nicht durch ein Training oder ein Coaching mal soeben verändere. Wenn der Einfluss jetzt der Persönlichkeit und der Führungsstile insgesamt doch überschaubar ist, dann deutet das darauf hin, dass es viele weitere Variablen gibt, die letztendlich Führungserfolg ausmachen. Ich habe das mal hier dargestellt in so einem Schaubild. Ich habe auf der einen Seite den Einfluss von Persönlichkeit, von Führungsstilen, aber auch sowas wie die Fachlichkeit der Führungskraft kommt sicherlich hinzu. In vielen Bereichen erwartet man ja auch, dass meine Führungskraft mir helfen kann, wenn ich nicht mehr weiter weiß und wenn die selbst keine Fachlichkeit hat, dann kann am Ende da auch nicht viel bei rauskommen.
Aber es gibt Variablen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, wie zum Beispiel die Arbeitsbedingungen, unter denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten. Stellen Sie sich einen Kontext vor, in dem alle gestresst sind, in dem alle viel Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Denken Sie an Pausen, Arbeitspausen beispielsweise, die des Miteinanders der Kollegen oder ähnliches. Oder denken Sie ganz einfach an ein produzierendes Unternehmen, das ganz alte Maschinen hat, die alle paar Tage wieder kaputt gehen. Das drückt natürlich auf die Leistung und dann kann ich eine super Führungskraft sein und trotzdem ist der Output letztendlich geringer im Vergleich zu einem Kollegen, der eine Abteilung hat, in der die Maschinen ganz neu sind. Und das Allerwichtigste sind natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst. Die haben ja auch Fähigkeiten und Fertigkeiten. Die sind mehr oder weniger engagiert, sind bereit, sich Neues anzueignen, einander zu helfen und so weiter. Das ist der Bereich, der sicherlich die meiste Varianz aufklärt. Das heißt, wenn ich als Führungskraft erfolgreich sein will, brauche ich auch Mitarbeiter, die fähig sind, diese Aufgaben zu bewältigen. Und wenn sie das nicht können, dann wird die Aufgabe ungleich schwerer. Das also alles zusammengenommen verdeutlicht, dass ich nicht einfach sagen kann, jemand ist eine Führungskraft und den kann ich jetzt beliebig irgendwo hinsetzen und der wird immer erfolgreich sein. Es kann sein, dass jemand als Teamleiter sehr erfolgreich war und als Abteilungsleiter scheitert. Es kann sein, dass jemand in der Politik erfolgreich geführt hat, dann in die Wirtschaft wechselt und da komplett scheitert. Ich kann das nicht einfach übertragen. Warum? Weil es eben nicht primär auf die Persönlichkeit ankommt, sondern es kommt auf die Passung an. Das habe ich hier mal versucht deutlich zu machen. Ich habe auf der einen Seite Merkmale der Person, die hier als Führungskraft agiert. Die ist also mehr oder weniger extravertiert, intelligent, gewissenhaft, aber die ist eben auch mehr oder weniger fachlich kompetent. Die ist mehr oder weniger in der Lage, sich selbstkritisch zu reflektieren. Die ist mehr oder weniger motiviert, ihr Führungsverhalten auch nochmal anzupassen, sich zu verändern und so weiter. Und diese Person trifft jetzt auf die Anforderungen eines ganz konkreten Arbeitsplatzes. Und diese Anforderungen sind unterschiedlich. Wenn ich bei einer Stadtverwaltung im Grünflächenamt führe, habe ich ganz andere Menschen, die ich führe, die andere Erwartungen auch an mich haben, als wenn ich ganz weit oben in der Hierarchie vielleicht 5 Juristen oder 5 Ingenieure führe. Und das muss man immer dabei bedenken. Führung nennt sich zwar immer Führung, aber die Anforderungen an die jeweilige Führungskraft können sehr unterschiedlich sein, je nach Ebene und auch je nach Branche, in der ich beispielsweise arbeite. Gute Führung oder besser gesagt ein hoher Führungserfolg resultieren, wenn diese Merkmale der Person wie ein Schlüssel ins Schloss passen. Und das Schloss ist in dem Fall das Anforderungsprofil. Und eine geringe Führungsleistung resultiert, wenn das eben nicht funktioniert, wenn es da Defizite gibt oder eine Person halt in Bereich Stärken hat, die man da überhaupt gar nicht braucht und die vielleicht sogar im Wege stehen. Es ist also nicht sinnvoll, davon auszugehen, dass jemand, der auf dem Arbeitsplatz A erfolgreich war als Führungskraft, dass der automatisch auch auf B oder C erfolgreich war. Jemand kann in einem Bereich sehr erfolgreich sein und in einem anderen Bereich komplett scheitern. Wenn ich Stellen besetze, muss ich also wirklich mir die Mühe machen, detailliert zu schauen, was bringt die Person mit, was können wir der vielleicht auch noch beibringen und was sind die Anforderungen dieser konkreten Führungsposition, um die es hier geht. Welches Fazit können wir ziehen? Gibt es die Führungspersönlichkeit? Nein, die Forschung spricht nicht dafür. Erst recht gibt es nicht die geborene Führungspersönlichkeit oder Ähnliches. Führungserfolg ist ein sehr komplexes Geschehen. Tja, wir sind wieder am Ende. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ein bisschen Literatur habe ich wie immer noch mitgebracht und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Dankeschön.